不思議な本の錬金術師。Ja, Hallöchen. Wer auch immer da mit mir im Chat bereit sitzt. So, endlich kann es weitergehen. Ja, hör auf, mich daran zu erinnern, dass ich im Saved-Menü keinen Stream habe. So, mal gucken, ob ich daran denke, auf YouTube dann die ersten Minuten rauszuschneiden, wo gar nichts passiert ist, außer Intro. Einfach, weil ich noch am Vorbereiten war. Das ist die Krux daran, wenn man noch keine Capture-Card hat. Aber allgemein keine Möglichkeiten, das Ganze anders als über den Stream mit zu capturen. Und den dann halt auf YouTube zu portieren. So, wo waren wir vor mehreren Tagen stehen geblieben? Also ich weiß, dass ich definitiv noch irgendwo sammeln gehen wollte. Events. Ja, bei Oscar müssen wir helfen. Da weiß ich leider Gottes schon, um was es geht, was da los sein wird. Weil der gute Leomedes da mir ein bisschen voraus war, was das angeht. Wenn er aber auch gesagt hat, dass er an anderen Punkten schlicht und reifend nicht so weit ist wie ich, da sind wir also irgendwo auseinandergegangen bei den verschiedenen Sachen. Ja, gut. Plachters Memories, also ihr Gedächtnis. Das Rezept für freundliche Persönlichkeit. Gucken wir mal nach. Gut, also wir brauchen ja das hier oben noch auf alle Fälle. Das ist aber der Goldfaden. Da weiß ich auch, wo wir das Zeug dafür herbekommen. Ja gut, Eisbombe haben wir schon, das müssen wir noch herstellen. Ja. Dann wird das hier die freundliche Persönlichkeit sein. Okay. Monster from Memories. Ah, hallo Leo. Hatte gerade über dich gesprochen gehabt. Ja, und am Goldgräberstand müssen wir das Silent Beast besiegen. Okay. Und hier bräuchten wir natürlich erstmal Raiden Ore. Und ich hoffe, wir bekommen das da, wo ich hin möchte. So, wie sah es mit dem Equipment aus? Ich glaube, da hatte ich noch nicht genug hergestellt. Obwohl, Sophie war gut ausgerüstet inzwischen. Zumindest was Items angeht. Ich denke, das hatte ich letztes Mal noch fertig gemacht gehabt. Und was haben wir noch an Requests offen? Oh. Das Ding hat ja auch mehrere. Und Gathering of Beasts, waren die eher so im Levelbereich Anfang 2, stelle ich mir, ich möchte zumindest die 4 beinahe. Das haben wir. Das hat Leo auch noch nicht gefunden. Und davon haben wir einfach nicht genug. Ja, danke für die Aufmunterung, Leo. Ich meine, ich spiele zwar auf leichter, aber ich habe trotz allem meine Probleme mit den höherleveligen, also ich meine, die sind ja das Doppelte an Level, da soll man das ja nicht ganz unterschätzen. Sag mal, habe ich überhaupt im Container Material? Synthese? Stoff habe ich genug. So, ich habe Hoffnung, dass eine bestimmte Person ihren Laden aufmacht.
Aber als wir das letzte Mal auf die Straße gegangen sind, war das zumindest noch nicht der Fall. Ja gut, um die Uhrzeit natürlich nicht. Aber vielleicht kann man bei Horst noch irgendwelche Aufträge abstauben. Der hat ja doch immer sehr spät noch offen. Ja, Horst ist noch da. Okay, hier kennen wir das Biest noch gar nicht. Es wird mich nicht wundern, wenn Leo die Viecher inzwischen gefunden hat. Ich habe so eine Ahnung, wo die sind. Sophie. In diesem Laden hier noch mal genau umsehen. Also aktuell habe ich hier nichts. Sollte mich auch nicht wundern, wenn da auch irgendwas kommt, Leo. So wie mit der Fontäne zum Beispiel, da war anfangs ja auch nichts. Ja, wie gesagt, also noch ist da anscheinend nichts. Ich habe da so eine Idee. Und zwar hatten wir das gleich im Endeffekt auch hier mit dem Zettel. Da war die Idee, ja, guck die Bücherregale an. Aber wenn du das erste Mal in dem Bücherladen bist, bevor du diesen Hinweis hast, beziehungsweise die Möglichkeit, also hier bereits die Bombe hast, davor sind die Bücherregale nicht aktiv. Und die Fontäne war vorher auch nicht aktiv für das Wasserrezept. Also die kommen erst nach und nach, die Dinger, gemeinerweise. Ja, da ist der Goldgräberstand. Oh Gott, so viel freigeschaltet. Aber das Problem kenne ich ja von dir, Leo. So, ich will nämlich hier hin. Ah, super. Hitpoints um 15 aufgefüllt. Wir waren aber auch gerade voll. Okay, der sieht schon mal sehr vertrauenserweckend aus. Nee, sowas wollte ich nicht haben. Das auch nicht. Och nee, das wird gleich lustig mit dem Vogel. Aber die scheinen nicht ganz so hohes Level zu haben, das hatte ich schon fast vermutet. So, und momentan ist mir die Musik ein bisschen laut auf den Ohren. Mal ganz klein ein bisschen leiser machen. War das der Richtige? Der da. Ich hoffe, das reicht aus. Ja, das reicht. Das wird nicht reichen. Da waren wir einfach zu langsam. Aber ich frage mich immer noch, Leo, wo du die ganzen goldenen Puni-Sachen herbekommen hast. Die habe ich bisher nicht gesehen, die goldenen Puni-Bälle. Critical macht R12 Schaden. Ah! Der ist ja mit dem Special dran. Nicht gut. Na gut, hätte es schlimmer sein können. So.
Nee, die wollte ich auch nicht haben. So, der Vierbeiner hier ist weg. Das ist sehr schön. Die will ich auch nicht haben. Ah, jetzt mach mir keine Angst, Leo. Okay, die hatte ich bisher nicht, aber die wollte ich eigentlich auch nicht haben. Der Grüne will einen Skill einsetzen, dann sollen wir den noch mal zuerst ausnocken. Okay, hinüber. Oh, da muss ich halt mit weniger interessantem Loot auskommen. So, hat er es auch nicht auf Stufe 6 geschafft. Nein, das ist auch noch nicht. Okay, sie machen alle normalen Attack. Und Hauptsache, wir sind von dem grünen Renner das höchste Level. Hallo, der Fabi 1. Okay. Sie wollen beide Skill einsetzen. Das ist Atelier Sophie. Okay, das war jetzt etwas. Ich glaube, da habe ich ihn etwas übertrieben mit den Bomben. Nein, auch nicht. Oh. Ja, was macht man da? Man läuft durch die Gegend, bekämpft Monster, sammelt Sachen ein und stellt Gegenstände her. So ganz grob zusammengefasst. Und mal gucken, wie weit wir die Welt retten werden. Okay, nicht eine der Sachen gefunden, die ich haben wollte bisher. Vielleicht war es auch bloß Pech. So, wir haben noch 27 Platz im Behälter. Hier gibt's doch die blauen Steine, warum habe ich die bisher nicht gefunden auf der Farm? Hier gibt's die auch. Und da gibt's gutes Wasser. Wir gehen erstmal dahin.
Ah, okay, gut, das kann natürlich sein. Die Höhle wäre mir dann ein bisschen viel. Und. Okay, jetzt wissen wir zumindest, wo die Viecher sind. Das sieht nicht gut aus. Ah, jetzt haben wir sie. Was war das für Material? Okay, noch mehr Holz. Unbekannte Eigenschaft. Ja, das sagst du jetzt so, Leo. Du willst ja bloß, dass ich reingehe und sterbe. Okay, welches Level haben die? Level 7, Level 9. Okay, mal sehen, ob das gut geht. Aua! Noch mehr Aua! Na toll, so viel ist am Boden. Da hat ein HP gefehlt. Bei dem Mistvieh. Ach, da machst du wenig Schaden, da war ein Attack Down mit bei. Ja, immer ein Punifluid. Und irgendeine Idee bekommen. Für was auch immer. Hauptsache weg. Oh Gott. Gibt's auf dem Weg irgendwelche roten Punkte? Nein. Oh. Das hat wehgetan. Oskar, was willst du denn? Ja, ich finde das immer so lustig, wie die alle reinplatzen und fragen, ob man da ist. Oh, Oskar! Ach so, okay. Danke dafür, dass du letztens meine Arbeit gemacht hast. Hier ist mein Dankeschön. Okay, drei Erdbeeren, drei Kartoffeln, noch irgendwas. Vielen Dank. Was musstest du denn eigentlich machen? Ah, Machi no soto ni itte tan da yo. Oira o motomeru koe ga kikoeta kara ne. Nicht wirklich. Ja, ich musste aus der Stadt gehen. Ich habe eine Stimme nach meinem Namen rufen hören. Sore de koe no kikoeru tokoro made itte mitara, mori datta tte wake sa. Ja, als ich der Stimme gefolgt bin, stellte es sich heraus, dass es ein Wald war. Ein Wald hat nach ihm gerufen. Okay. Was? Du bist alleine gegangen? Nein, ich bin mit den Pflanzen von hier losgegangen. Du hast Pflanzen mitgenommen? Gute Frage. Hi, Belly.
Das ist korrekt. Sie haben gesagt, Sie wollten mit mir mitgehen. Ich konnte sie nicht einfach ignorieren. Ja, du scheinst kein Problem damit zu haben, Miss Margarita zu ignorieren. Ja, es tut mir leid. Nächstes Mal mache ich die Arbeit alleine. Ja, das machst du besser. Ey, das ist ein Kerl. Aha, und er hat Confidence gelernt. Aha. Okay, das widerlegt meine Theorie zumindest teilweise. Aber was hat das Ding ausgelöst? Okay, hier müssen wir Mehl herstellen. Außerdem müssen wir den Kaiservogel noch umbringen. Wo auch immer er sein soll. Ich will es gar nicht so genau wissen. Ja, Belly, ich übersetze gleich mit. Die besseren On-the-Fly-Übersetzungen macht aber der Leomedes. Der hat da wesentlich mehr Erfahrung schon mit. Auch wenn wir trotzdem immer wieder mal rummeckern in den Kommentaren. So, dann gucken wir mal. Ich wollte ja eigentlich eine Eisbombe herstellen. Oh, nee, von dem Zeug brauchen wir noch mehr als genug. Und das Wasser hat alles bestimmt weiter die gleiche Qualität. Okay, Count-Bonus wäre nicht schlecht. Dann packen wir den normalen mit dazu. Ich denke, der Kleine reicht aus. Okay, der war so angeordnet. Die beiden sind so. Aha, okay. Nee, den Kleinen da unten, den kriegen wir gar nicht mitgenommen. Nicht sinnvoll zumindest. Zumindest nicht als verstärkten Bonus. Okay, dann hätten wir das Ganze so. Dann passt der hier rein. Okay, ich habe die Vermutung, wesentlich besser kriegen wir es mit den momentanen Zutaten nicht hin. Und einen größeren Topf will ich nicht nehmen, weil wir dann eine kleinere Fläche nur ausfüllen und damit einen kleineren Bonus bekommen. Aber dann haben wir zumindest schon mal eine Eisbombe. Super. Und das müsste ganz genau. Hey, Plachter. Da ist etwas, über das ich nachgedacht habe, als du mir über den Kessel des Wissens erzählt hast. Was könnte das denn sein? Ja, wenn ich einen neuen Alchemiekessel bekommen würde, wäre ich dann in der Lage, bessere Gegenstände herzustellen. So, das ist ja. Das ist ja.
Also ich glaube, das ist wirklich möglich. Wirklich? Vielleicht sollte ich dann versuchen, einen besseren Kessel herzustellen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich einen machen sollte. Ich weiß wie. Willst du es versuchen? Du weißt es? Dann erzähl's mir. Also gut. So, da haben wir das Rezept dafür. Da wollen wir mal gucken. Das kommt auch wieder auf YouTube, Belly. Was macht heute eigentlich solcher? Normalerweise streamt er doch am Montag, aber bisher keinerlei Ankündigung gesehen. So, als erstes natürlich den normalen Kessel. Hier haben wir jede Menge Blau. Oh, ich habe ja sogar auch schon mal irgendwo einen goldenen Puniball gefunden. Das ist schön. Hier haben wir Gelb. Auch keine andere Wahl. Hier hätten wir Blau. Und da hätten wir auch Blau zur Verfügung. So. Ausgerechnet heute spielt der Witcher. Ich dachte, er macht weiter wie die letzten Montage auch mit Skriptmechanik. Ach, das ist mir eine... Na, nun bin ich aber im Stream, hat er Pech gehabt. Werde ich halt später zustoßen. So, welchen Kessel nehmen wir? Ich denke, ich werde hier auch wieder einen kleinen benutzen. So, jetzt gucken wir mal. Leo, das ist das, was ich ja austesten wollte. Wo ich den Monitor angeschrien habe. Was passiert, wenn wir den Kessel hier in die Mitte legen? Weil wir haben hier oben den Bonus. Hier in der Mitte. Ja. Mal gucken, ob wir dann wirklich auf die 15 kommen, so wie ich es gehofft habe. Nein, man schafft es ganz knapp nicht. Man muss also eine andere Reihenfolge wählen. Aber man kommt zumindest fast auf die 15. Oh, okay, ich denke, den Bonus-Display, den werden wir nicht großartig benötigen. Dann legen wir den mal hier hin. Dann können wir den hier hinlegen. Dann haben wir definitiv die 15 erreicht. Und dann können wir das Ganze überschreiben. Das Panel würde ich eigentlich gar nicht zwingend größer machen. Das würde mir so klein fast schon reichen. Ich komme das auf den Vertical Flip. Hier nehmen wir mal nicht. Wir haben hier bloß Blau und Gelb dafür. Ich muss ja nicht den Pendeloch nehmen. Nehmen wir den. Hier kriegen wir auch nicht mehr blaue Felder. Ja,
Ja, das ist relativ wumpe, Leo. Ich würde natürlich am liebsten das Ding komplett voll machen. Ich glaube, das hatte er erst gesagt. Dann kann man vertikal und horizontal flippen. Und das wäre dann natürlich optimal. Da kann man schön Tetris spielen. Ich hätte trotz allem immer noch einen Kessel gerne, der nur 4x4 hat. Weil ich habe ja einen Kessel, der 5x5 hat. So, damit haben wir den wenigstens auf 4x4. Ja, er hat No Failures, Vertical Flip, Bonus Display und Panel 4x4. So, das heißt, er hat im Endeffekt zwei neue Fähigkeiten dazu bekommen. Es ist vollbracht, Plachter. Ich kann sehen, dass dass dieser hier die Macht der Alchemie vernünftig hält. Oder vernünftig enthält. Kann man auf beide Arten übersetzen. Sollte es in der Lage sein, diesen hier als Alchemiekessel zu benutzen. Wirklich? Das ist gut. Aber du wirst diesen Kessel hier, diese Art Kessel, etwas anders behandeln müssen als der, den du bisher kennst. これとは別の窯も作ることができれば、これから錬金術にも幅が出てくることでしょ Wenn du andere Arten von Kesseln herstellen kannst, wirst du deine Alchemiemöglichkeiten sehr stark erweitern. この先はソフィーが考えてみてください。Aber das wirst du dir selber ausdenken müssen. わかった。Okay. Habe ich verstanden. どんなものを作ろうかな? Ich könnte mal wieder eine neue Bombe gebrauchen, so ist nicht. Aber mehr wollten wir noch herstellen. Für eine weitere Idee. Mehl, dann nehmen wir Quality Up mit. Use Count ist nicht schlecht. Den nehmen wir auch noch mit. Hoffen wir davon nicht allzu viel verwenden können. Okay, dann. Ja, wir können nicht super viel da machen. So, Vertical Flip macht im Endeffekt diesen hier. Damit kann man halt jetzt etwas mehr Tetris spielen, um die gewünschten Felder zu belegen und halt dann mehr Fläche auszufüllen. Hilft einem immerhin. Ist jetzt nicht der große Bringer, aber ein Anfang. So, wir haben ja. Ja, super. Wo bringt er uns hier vermutlich am meisten, wenn ich den so mache? Ja, weil ich dann. Und ich kann ihn sogar gleich in die Mitte setzen. Okay. Dahin, dahin und den. Welcher ist der größere? Ich glaube, die sind beide gleich groß oben und unten.
Ja, Leo, du sollst ja auch nicht übers Kabel stolpern, dann ist das Internet auch nicht weg. So, wir können die Qualität verbessern oder den Use Count erhöhen. Ich nehme mal Qualität in dem Fall mit. Dann geht von D auf C nach oben, das ist in Ordnung. Damit haben wir auch die Idee fertig gemacht. Wir können jetzt Bagel Sandwich herstellen, okay. Dafür fehlt uns aber Papier und Papier ist zum Beispiel ein Zettel. Okay. Zwei Wasser. Haben wir jetzt dabei irgendwas eine Eigenschaft für Speed Enhance? Das könnte was für ein Bagel sein. Also für Süßigkeiten. Ja, Belly, der gefällt nicht nur dir. Also, der gefällt auch Leo und mir sehr. Wenn ich da noch einen Speed Enhance mit reinpacke, wäre das eventuell sehr interessant. Wir können bloß eine Sache übertragen, das heißt, wir nehmen mal für den Rest irgendwas mit. Ah, der hat auch bessere Boni, sieht man da unten rechts. Okay. Aber wir brauchen hier nicht großartig wieder drauf achten. Modenschau, Leo, den verstehe ich jetzt nicht ganz. Damit können wir das Sandwich herstellen. Ach so. Also wenn sie schon fragt, ob ich die auf die Folgen auf YouTube hochlade, wird sie die eventuell schon gesehen haben. Wenn sie auch fleißig war. So, als erstes mal den Zettel. Ah, okay. Du guckst bloß hier, ist natürlich auch eine Variante. Okay, vorher war es etwas besser.
Also zumindest was den dritten Effekt angeht. Ja, also ich muss mich entscheiden, ob ich den dritten oder den zweiten will. Dann nehme ich bloß den. Zumindest im Moment. Erhöhen wir mal die. Oh ne, hier kriegen wir die Qualität nicht nach oben. So, dann gucken wir mal nach. Was brauchen wir denn da noch an Ideen? Was war hier? Ja gut, da müssen wir sammeln gehen. Da müssen wir sammeln gehen. Da müssen wir töten gehen. Und da noch gar keine genauen. Da noch keine genaue Idee. So, Equipment. Okay, da haben wir noch genug bei. Aber an explosiven Sachen haben wir noch nicht genug. Ich denke, da brauchen wir noch wenigstens eine Bombe. Nee, die sind alle gleich gut. Aber ein Beast Slayer in die Bombe reinpacken, das wäre doch gut. Das waren jetzt, glaube ich, relativ viele Zutaten. Aber auch relativ große Zutaten. So, als erstes verbauen wir den hier. Und dann kommt dieser rein. Nochmal von vorne. Ach, Mist, in dem Ding kann ich ja nicht drehen. Die waren alle ja senkrecht. Ich habe noch vier Stück, die ich irgendwie unterbringen muss im Anschluss. 1, 2, 3. Und nochmal 60% obendrauf. Das reicht aber nicht. Auf dem kleinen Grid kann ich das aber nicht besser verteilen. Oh, haben wir Beast Slayer mit dazu. Für extra Schaden gegen Biester. Was ist das denn? Oh, High-Class-Tar, das man, die kann ich nicht herstellen bisher, die muss ich definitiv kaufen. Und wir haben es noch tagsüber. Aber Wochenende. Wir gehen aber zuerst mal in die Kirche. Siehst du, da war noch irgendwas?
Leo, siehst du das? Diese Statue sieht irgendwie wie Pamela aus. Vielleicht ist es auch aus meiner Einbildung. Also etwas, was ich bei Leo in den Kommentaren erwähnt hatte, dass diese Statue, zumindest die Kleidung, wenn man mal so weit guckt, auch die Haare, irgendwie, ja, nicht ganz, aber doch nah dran. Ja, gucken, es soll ein High-Class-Talisman sein. Die werden aber eigentlich als sowas geführt. Aber die... Aber das Symbol passt. Die Optik. Ja, mir ist aufgefallen in einer Folge, als du nicht direkt zuerst an den Jungen rangegangen bist, um mal zu gucken, ob der immer noch mit sich selbst verstecken spielt, dass da trotz allem so dieses X warf zum Untersuchen. Darum bin ich da eben rangegangen. Ach, das heißt ja High-Class-Talisman. Ja, ich hab nicht auf den Namen geachtet. Nehmen wir mal einen mit. Damit wir dann auch das Ganze herstellen können. So, Corneria müsste ja da sein, oder Conny, wie du sie nennst. Wo hoffe ich zumindest um diese Uhrzeit? Da ist er. Ja, Belly, was sagst du zu dem Charakter hier? Ja, Spiel ist halt viel hin und her rennen und Sachen machen. Stimmt was nicht? Ich bleib auch bei Conny. Sonst komme ich mit dem, was du sagst, Leo, irgendwann durcheinander mit den verschiedenen Charakteren. Ja, du bist mehr oder weniger die einzige Person, die bei mir einkauft. Vielen Dank dafür. Was? Wirklich? Sonst kauft niemand was bei dir ein? Ja, das stimmt. Kaum einer kauft irgendetwas bei mir. Aber das ist doch so praktisch. Ja, es scheint, dass mein Geschäft nur für eine kleine Auswahl an Leuten geeignet ist. Das Hauptproblem ist, dass normale Kunden keine Gegenstände benötigen, die sie bereits doppelt haben. So lange wie mir danach ist, das kann noch ein oder zwei Stunden sein. Kann ich dir also nicht versprechen, wie lange ich da bin. Notfalls auf meinem YouTube-Kanal nachgucken. Ich glaube, den habe ich nicht sinnvoll verlinkt. Wo habe ich denn den Link? Den muss ich doch glatt noch mal kurz raussuchen.
So, wo war er? Wo war er? Ist doch alles halb so wild. Ich glaube, das ist jetzt hier Folge 4. Die sind alle etwas länger und in der ersten Folge hatte ich noch keine Möglichkeit, Mikrofon anzuschließen. Da hat man also wirklich bloß Spielton und die englischen Texte. Falls das nicht absolut nichts ist, dann würde ich erst ab Folge 2 einsetzen. Und oder vielleicht auch mal beim Leo Medes reingucken auf seinem Kanal, auf YouTube. Der hat da schon wesentlich länger die passende Technik als ich. So, wo war jetzt? Oh, das stimmt. Es ist ziemlich praktisch, weil ich ein Alchemist bin. Eine Alchemistin bin. Ich brauche jede Menge Materialien, um dieselben Gegenstände immer wieder zu herzustellen. Ja, die meisten Kunden wollen neue Sachen, Gegenstände, die sie noch nicht haben. Aber vielleicht wollen Handwerker eher herkommen. Sie benutzen auch jede Menge derselben Materialien. Das stimmt. Außer dir sind die meisten Leute, die herkommen, solche Art Personen. Auch wenn es nicht viele davon gibt. Ja, vielleicht kannst du dann bei Horst Arbeit finden. Er hat jede Menge Anfragen für Gegenstände. Das ist auch ein Problem. Ich benötige erst einen der Gegenstände, bevor ich ihn mit meiner Kraft duplizieren kann. Ja, ich verstehe. Der Sophie, das hat sie ja schon erklärt gehabt. Ich glaube, ich muss einfach jeden Tag härter arbeiten, damit sich das Ganze besser herumspricht. Ja, es ist schwer, ein Geschäft zu leiten. Oh, was hat man eigentlich bei ihr gelassen? Ingots, ja genau. Stoff haben wir da gelassen. Kohl haben wir auch da gelassen. Haben wir noch was Sinnvolles zu mitgeben? Ich will dich die nicht da lassen, aber. Dann müssen wir nicht jedes Mal eine neue Bombe herstellen später. Auch wenn die Herstellung bei ihr recht lange dauert. So, und Leo, denke, du wolltest noch, dass ich dir Leon zeige. Leon, was machst du denn hier? Ich bin hergekommen, um mir die Gegend anzusehen. Ritchie? Die Gegend? Ee. Jitsuwa ne, koko de omise o hirakou to omotteru no. Omise tte ittemo roten da kedo ne. Ja, um die Wahrheit zu sagen, habe ich geplant, ein Geschäft hier aufzumachen. Ja, es würde mehr ein Straßenstand sein.
レオンさんのお店ってことはひょっとしてお洋服のお店ですか？ Du machst ein Geschäft auf? Heißt es etwa, dass es ein Kleidungsgeschäft wird? ええ、ご名答。私が作った服をいろいろと並べる予定よ。Ja, das stimmt. Ich plane, alle möglichen Kleidungsstücke, die ich herstelle, anzubieten. Wow, ich würde es gerne sehen, in die Öffnung zu sehen. Danke, ich würde es sehr begrüßen, wenn du kommen würdest. Tada.一つ悩みがあるのよね。あ、だ gibt es eine Sache, die mir Sorgen bereitet. というと? Was ist das? 服の材料よ。急に思い立ったものだから、生地が調達できなくて困っているのよ。Ja, Material für meine Kleidung. Es war eine... Es war eine sehr kurzfristige Entscheidung. Da weiß ich nicht, wo ich hierStoff herbekomme. Ja, Betty, das ist so eine der Spieleserien, die mir hier jedes Mal auf der Liste mitsteht, sobald ich bei Leo sehe, dass er gesehen hat, dass der nächste Teil rauskommt. Und das wird dann entsprechend vorbestellt und gekauft. Muss dann halt einfach her. このままじゃ、何の売り物もないすっからかんのお店になってしまうわ。Ja, wenn das so weitergeht, wird es einfach nur ein Geschäft sein, ohne irgendetwas. Ich verstehe, du brauchst Stoff. Leon, ist es wichtig, was für eine Art Stoff es ist? So, ne? Ich bin nicht so gut, dass ich es nicht so gut bin, aber ich bin nicht so gut.Ja, stimmt, auch für die PS3. Und wenn ich so an solches und deine Konsolensammlung denke, ich glaube, da braucht mindestens eine PS3, my Belly. Ja, lass mal sehen. Ich beliefere nicht die reichen Snobs oder so. Also muss es nicht das hochklassige Zeug sein.Aber das ist Atelier Sophie auch immer noch für PS3 gibt, vergesse ich jedes Mal. Ich meine, so vom Grafikstil her könnte das auch gut auf der PS3 in der gleichen Qualität laufen. Ja, ich mag es halt nur, mit jede Menge verschiedener Stoffen zu arbeiten. Ja, in dem Fall könnte ich etwas Stoff für dich vorbereiten. あなたが?ひょっとしてあなたって生地屋の子だったりするのかしら? Was, du? Leitest du etwa eine Stoffmanufaktur oder so etwas in der Art? Verstauben, nicht entstauben, Belly? そうじゃないですけど、でも大丈夫ですよ。私、早くレオンさんのお店見たいから。Nein, das bin ich nicht, aber das wird schon. Ich möchte einfach bloß sehen, dass dein Geschäft schnellstmöglich aufmacht. So. それなら、あなたにお願いするわ。頼んだわよ、ソフィー。Ich verstehe. Also dann? Ich glaube, ich überlasse es dir erst einmal. Ich zähle auf dich, Sophie. Ja. Oh, das sollte jetzt noch nicht so schwer sein.So, was geben wir ihr denn? Beide von der gleichen Art. Leon, ich habe eine Menge Stoff für deine Kleidung gesammelt. Ach, wirklich? Lass mich das mal ansehen. Wie ist es denn?加工すればなんとかなりそうね。
Ja, die Formen sind etwas uneben. Aber ich könnte daraus etwas Brauchbares herstellen. Ja, mit dieser Menge muss ich mich für eine ganze Weile nicht um Stoff sorgen. Ich frage mich ganz ehrlich, wie viel da ein so ein Stoffballen ist, den man da herstellt. Was bringt man ihr da für einen Berg? Wirklich? Das ist gut. Ja, scheint, als wenn es die richtige Entscheidung gewesen wäre, das dir zu überlassen. Danke. Hier ist deine Bezahlung. Und einmal 1000 Kohlen. Dann können wir sehr gut gebrauchen, das Geld. Das ist. Ich kann nicht einfach so viel Stoff von dir für lau nehmen. Vielen Dank. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Aber jetzt bist du doch in der Lage, dein Geschäft aufzumachen, oder? So, ne? ちょうど最初のお客様もいることだし、思い切って今ここで開店しちゃおうかしら。Ich habe sogar schon meinen ersten Kunden. Ich sollte mein Geschäft jetzt gleich aufmachen. どういうことですか？Über wen sprichst du da? あなたが私の店の最初のお客様になるのよ、ソフィー。Ja, du wirst mein erster Kunde sein, Sophie. Du wirst den ersten Blick haben. 私が？そうよ。だって、あなたは私のために頑張ってくれたんだもの。Ja, du hast all diese Arbeit gemacht, damit ich mein Geschäft aufmachen konnte. だから、一番最初のお客様として。ね。Also wirst du mein erster Kunden sein, okay? レオンさん。はい。それじゃあお願いします。Leon, das wäre ich sehr gerne. 任せておきなさい。Überlass den Rest mir. Ich werde dich unter Garantie zufriedenstellen. Ja, das wirst du, keine Sorge, weil ich habe bei Leo etwas im Shop gesehen, was ich unbedingt benötige. Fell. So, das Silberweb werden wir uns selber holen. Nee, das werden wir uns noch nicht besorgen. Denn mit diesem Fell können wir dann endlich dieses Ding herstellen. Ja, außerdem werden wir dann in Kürze auch endlich mal in die Forgotten Nursery gehen. Können wir noch irgendwas brauchen? Oh, hast du irgendwas Neues? Nee, das werde ich noch nicht annehmen. Ja gut, das können wir annehmen. Und hier will noch einer Uni haben. So, Magic Dress, Uni. Weizen. Mosmus with Sleep Compounds. Kenne ich noch gar nicht. So, Cornelias Shops. Oh, Connys Shop. Ja, das ist im Endeffekt das, was wir wissen. Wir bekommen die exakten Duplikate von dem, was wir abgeben. Und keiner weiß so, wie sie das Ganze macht. Ja, eine spezielle Art von Alchemie halt. Ja. Mich würde interessieren, was das hier ist. Ah, okay, von den Dingern. Aber an den Three Bridge Springs. Da werde ich jetzt sofort noch nicht hingehen.
gehen wir noch mal bei Logi vorbei, nachdem wir mit denen noch mal kurz gequatscht haben. Sie haben nichts Besonderes zu sagen. Aber noch mal kurz bei Harold und Logi vorbeigucken. Harold-san! Harold? Hm? Er ist nicht da? Harold hat einfach sein Geschäft offen und unbeaufsichtigt gelassen. Ich glaube, dass die Szene war die letzte, Leo, die bei dir in der heutigen Folge kam. Oder fast die letzte zumindest. Wie, Schluss. Mach mich jetzt nicht schwach, Leo. Mach mich jetzt nicht schwach. Oh, Leo, erschreck mich doch nicht so. Hab jetzt gerade nochmal meine Twitch-Seite geladen. Das Vorschau-Video ist noch am Laden, aber nee, da sieht auch alles in Ordnung aus. Ich dachte für einen Moment wirklich, Twitch macht eventuell Probleme und alles ist weg. Ey, jag mir nicht so eine Angst ein. So, wieder richtig hinsetzen. Was ist das? Es sieht aus wie ein Aufziehschlüssel oder sowas in der Art. Oh ja, die 50 bis 100 Tabs, so ähnlich sieht das bei mir am Laptop auch aus. Viele ungelesene Geschichten, die mich interessieren und ja, momentan am Laptop nur 3 YouTube-Fenster. Das sind auch gerne mal 5 oder 6. Und noch verschiedene andere Kram. Sophie, Miseban demo steite kureta no ka? Sophie, hast du etwa für mich auf das Geschäft aufgepasst? Oh, so iu wake ja nai kedo. Doko itte ta no? Nein, nicht wirklich. Wo warst du denn? Sukoshi sanpo ni na. Ich bin spazieren gegangen. Ah, okay. Da gibt's etwas, was ich dich fragen wollte. Was ist das? Das ist ein Aufziehschlüssel für eine Uhr. Ja, du benutzt es, um die Federn einer Uhr aufzuziehen, damit sie sich bewegen kann.
Oh, ist das lange her, dass ich so eine Uhr hatte. Ah, ich verstehe. Es ist eine ganze Weile her, dass du etwas getan hast, das mit Uhren zu tun hat. Ich bin überrascht. Natürlich kann ich solche Sachen noch machen. Ich habe dafür mal studiert. Ja, das stimmt. In der Vergangenheit hast du richtig hart gearbeitet, um dafür zu trainieren. Du hast so hart daran gearbeitet. Also warum hast du aufgehört, an Uhren zu arbeiten? Ich hatte einfach das Gefühl, dass Arbeiten an Uhren nichts für mich ist. Es gibt keinen großen Grund. Egal, wenn du sonst nichts, kein Geschäft hier hast, solltest du gehen. Ich habe eine Bestellung für eine Schusswaffe, an der ich arbeiten muss. Okay, tut mir leid. Seh dich später. Ja, zu dem Ganzen habe ich auch eine Theorie, die ich aber momentan nicht weiter erörtern möchte. Weil, falls ich mit der richtig liegen sollte, habe ich mir da so ein paar Sachen gut zusammengereimt und das wäre ein Gutteil der Story vermutlich vorgegriffen. So, ich wollte bei Lori vorbeigucken. So, ich glaube, ich habe, ja, was das angeht, habe ich alles Erdenkliche. Ja. Raiden-Ohr brauche ich noch. Wo kriege ich das bloß her? Ich... Noch nie gefunden bisher. Ja gut, Benny. Wann spinnt Twitch mal nicht so wirklich? So, also, auf zur Weltkarte. Ja, wo soll's hingehen? Nicht hierhin, sondern hierhin. Okay. Na super, 10 Kohl. Mehr wäre besser gewesen, eindeutig. Das ist der Ort. Also, wo ist das Monster, von dem du gesprochen hast? Dort drüben. Warte, ist das das Monster? Ja, das ist es. Warte, Oscar, du hast nie gesagt, dass es so stark aussieht. Habe ich. Ich habe ganz eindeutig gesagt, es wäre ein schreckliches Monster. Ich weiß, dass du das gesagt hast, aber ich... aber du hast nicht gesagt, dass es so schrecklich ist. Stopp, ihr beiden. Seid ruhig. Also ich muss sagen, optisch gefällt es mir sehr gut. Es hat uns bemerkt. Was sollen wir nun tun? Weglaufen?
Sophie! Ja, ich wusste leider schon, was da passieren wird. Böser Leo, der mir, was das angeht, schon voraus war und seine Videos hat natürlich auch ganz brav veröffentlicht. Das Monster. Er hat es mit einem Schlag beseitigt. Wer ist dieser Typ? Ich wurde gerettet. Bist du okay? Bist du verwundet? Ja, was auch bei dem wieder auffällt, sind so diese ganzen kleinen Accessoires, diese ganze Optik, die das Ganze irgendwo interessant macht, ihn anzusehen. Ich bin in Ordnung. Ja, das ist gut. Dann gehe ich jetzt. Ja, er ist gegangen. Sophie, bist du okay? Ja. Aber wer war das? Ich weiß es nicht. Aber er hat mich gerettet. Also muss er eine gute Person sein. Sophie, gomen yo. Es tut mir leid, Sophie. Das ist alles nur passiert, weil ich dich gebeten habe, mitzukommen und das Monster zu bekämpfen. Ach, ist schon okay. Das Monster wurde besiegt und am Ende ist alles in Ordnung. Aber wir können nicht sicher sein, dass nicht ein weiteres dieser Monster erscheint. Wir sollten schnell zur Stadt zurück. Ach, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich habe ganz vergessen, nach dem Namen von dem Typen zu fragen. Ja, da gucken wir uns mal um. Wir brauchen definitiv ein paar Sachen zum Sammeln. Nein, darauf hatte ich nicht gehofft. Davon wusste ich noch gar nichts. Davon wusste ich auch nichts. Nein. Die Asche wollte ich jetzt eigentlich so per se nicht haben. Und die sehen nach einer Stärke Mandragora-Variante aus. Ja, Auerbus Level 4. Mit 60 Hitpoints, das sollte machbar sein. Einschläfern ist nicht nett. Das einzig Gute, was ich beim Einschläfern rausgefunden habe, ist, dass es erst für die nachfolgende Runde gilt. Obwohl, er hat es überstanden anscheinend. Ist aber auch in Ordnung. LP Enhance. Das wollten wir soweit auch nicht. Bisher ist nicht das dabei, was ich haben möchte. Ah. Das müsste die Spinnenweben jetzt gewesen sein, oder? Ja. Na komm, gegen einen sollten wir ankommen, ohne Probleme. Ja! Ja, 4 Erfahrungspunkte bringen die nicht. Pendeloch. Die waren ziemlich gut, zumindest in einigen Rezepten.
Pfui, grüner Pony. Grüner und blauer. Ah, vom Level her gar nicht so gefährlich. Aber natürlich auch dementsprechend wenig Erfahrungspunkte. Aber von den Punis brauchen wir definitiv mehr. Wir brauchen diese... eine Puni-Flüssigkeit. Okay, da sind Vögel bei. Die Level 6 sind auch ein bisschen mehr aushalten. Das war doch etwas an Schaden. Und jetzt werden sie vorlaut. Oh, mein 19 Schaden. So, einen haben wir beseitigt. Ja. Oh, ein paar Fehler ist auch. Oh, und eine Truhe. Was haben wir denn da drin? Honigfarben, hier an dem Ort. Der hat's auf mich abgesehen, der hat's auf mich abgesehen. Okay, wir können jetzt Goldfaden herstellen. Wie voll ist eigentlich 18? Da passt doch was. Gehen wir mal zur Farm. Aber wir kommen natürlich des Nächtens an. War hier jemals schon irgendwas? Erdbeeren, Weizen, noch mehr Weizen und wir haben es Tag. Dann gucken wir mal, ob die Höhle wirklich so ungefährlich ist, wie Leo gesagt hat. Ja, okay, Geister und grüne Punis. Okay, irgendwie noch unbekanntes Material. Ach, je. Level 7, Level... Leo, es ist tagsüber. Du hast gesagt, es ist ungefährlich. So viel zu ungefährlich. Hey, dir vertraue ich nochmal. Ungefährlich, hat er gesagt. Sieht dir das noch ungefährlich aus? Ah!
Ja gut, dann seht ihr auch mal bei mir, wie das aussieht, falls man einen Kampf nicht gewinnt. Man wird nach Hause geschickt und verliert einen Teil seines Inventars. Also von den gesammelten Gegenständen. Es war eindeutig tagsüber. Zwar morgen, aber tagsüber. So, wir können also herstellen. Die Handschuhe hier. Es war bereits die Sonne aufgegangen, ganz eindeutig. Es war hell draußen, das Monster war weg draußen. Keine Diskussion. So, ich werde das vermutlich nicht mehr genug Spinnenweben haben, wenn ich hiermit fertig bin. Andererseits kann ich natürlich auch einfach mal die einsetzen. Nehmen wir wieder ein Kleid hier. Ui. Hier ist ein großer. Können wir für den einigermaßen was vorbereiten? So einpasse. Dann kann ich da drüber einen horizontalen legen. So, der Vertikale kommt hier hin. Du kommst hier oben hin. Und du dort. Nope. Das war auf dem anderen, das hat auf dem anderen besser funktioniert. Vielleicht kriege ich hier noch was ein bisschen mehr raus. これでいいかな。どの釜を使おうかな。始めるよ。こことかはどうかな。
Gut, damit haben wir zwar oben den Chain Attack nicht höher bekommen, aber die anderen beiden zumindest nach oben gepusht. Ja, gut, so haben wir den Preis erhöht, auch wenn das nicht mein Ziel war. Als nächstes den. Jetzt haben wir hierfür nicht mehr genug Stoff. Den Goldfaden. Machen wir doch noch genug dafür. Okay. Nee, jetzt haben wir schon genug Trades drin. Super Auslastung bringt mir bloß nichts. Auf die Goldfäden. increases defense by 10. Das Ding ist nicht schlecht. Verteil um 10 hoch und eine größere Menge an Hitpoints werden jeden Zug regeneriert. Den nehmen wir. Das kann man natürlich dann schön einarbeiten. Was haben wir noch an Rezeptideen, die wir irgendwie verwirklichen können? Ja, Raidenor haben wir noch keins gefunden. Da ist der Kaiserpinguin und ja. Okay, hier bräuchten wir nochmal Stoff. Ich würde sagen, da fragen wir doch mal. Das ist jetzt nicht eben wirklich auf Abend umgesprungen. Ah gut, Geschäfte haben noch offen. So, Conny, was hast du... Okay, du hast irgendwas zu sagen. Hallo Conny, wie läuft das Geschäft? Es hat sich kaum was verändert. Ich bekomme kaum irgendwelche Kunden. Ich fange an zu denken, dass so ein Massenproduktladen eine schlechte Idee war. Ja, dann ist es vielleicht eine. Dann kannst du vielleicht ein normales Geschäft aufmachen. Das ist die einzige Art. Oder das ist der einzige Weg, wie ich meine Alchemie anwenden kann. Du brauchst nur einen Gegenstand, um damit anzufangen, sie zu duplizieren, oder? Ja, ich wünschte, ich hätte diese Kraft. Oder eine Kraft wie diese. Ich hätte jede Menge Sachen, die ich haben wollte. Ja, das stimmt. Aber es gibt da einen Preis, den man zahlen muss. Ein Preis? In meinem Fall schrumpft mein Körper, wenn ich etwas dupliziere. Was? Der Körper? Ja, wenn ich zu viele Gegenstände auf einmal dupliziere, schrumpft mein Körper ziemlich sichtbar.
言われてみればコルちゃんって結構小さいけど。Jetzt, da du es erwähnst, du bist ein ganz schön kleines Mädchen. Ich bin nicht so groß. Aber ich habe eine Freundin, die ich habe. Also ich war noch nie sehr groß. Aber ich bin geschrumpft durch diesen Preis. Wenn ich es nicht mache, dann bin ich irgendwann wieder zurück. Wenn ich mich nicht zu sehr anstrenge, dann wachse ich irgendwann wieder auf meine normale Größe. Aber es ist ein Problem, wenn ich zu viel auf einmal mache oder etwas Kompliziertes mache oder seltene Gegenstände. So war das. 世の中そんなに甘くないね。Ja, ich verstehe. Ich glaube, die Welt ist kein so guter Ort. So praktischer Ort. じゃあ、量販店だからっていろいろお願いするわけにはいかないのかな。Das heißt also vermutlich, ich sollte nicht zu viel von dir verlangen.Selbst wenn du ein Geschäft für Massenproduktion hast. Nein, ich mach die Arbeit schon. Bitte sorg dich nicht um mich. Immerhin muss ich bekannter werden. Conny, warum musst du unbedingt so sehr bekannt werden?Ja, ich würde gerne. Mal gucken. Ah, sie hat schon eine Bombe produziert. Sehr schön. Register. Ja, werde ich ein anderes ersetzen? Ich denke.Den Stoff, weil beides ja im Endeffekt als Stoff gelten müsste. Ja, zumindest als Thread gilt das Ganze und als Metall. Aber es ist zumindest ein gutes Basismaterial. Ja, ich sollte vielleicht auch das mal wieder einreichen, so ein paar ermordete Monster. Nee, Sophie. Anata, immer noch Bogen, manzoku shiteru? Hey, Sophie, bist du mit deiner aktuellen Rüstung zufrieden? Also, ich würde das ja nicht wirklich als Rüstung bezeichnen, was sie da anhat, eher als Kleidung. Bogen, desu ka? Chotto ugokizurai kamo. Meine Rüstung? Ja, es ist vielleicht ein bisschen schwer, sich daran zu bewegen. でしょうね。はっきり言ってその防具、あなたの体型に合っていないもの。Ja, das dachte ich mir. Um ganz ehrlich zu sein, diese Rüstung ist nicht geeignet für deine Figur. Was die alle mit Sophies Figur haben. え、そうなんですか? Was? Wirklich? ええ。ちょうどいい機会だし。どうかしら。特注の防具を作ってみるというのは。Ja, ich weiß, das ist die perfekte Chance. Ich kann dir eine Rüstung maßschneidern. 特注の防具ですか?なんだか素敵な響き! Eine maßgeschneiderte Rüstung? Das klingt so cool. そうでしょう。あなたにはお世話になってるから、今回だけ特別に材料をサービスしてあげる。Ja, ich weiß, richtig? Du warst sehr hilfreich, also gebe ich dir einen speziellen Rabatt. Dieses eine Mal. Ja, zweimal Stoff und eine Monsterfeder bekommen. Sollen wir anfangen?
Oh, dann stellen wir uns auch mal eine Rüstung her. So, wir können für Sophie bloß diese eine herstellen. Okay, und dann können wir noch Fahnen dazu nehmen. Am besten so einen. Mehr kriegen wir momentan nicht zusammen, weil wir keinen vernünftigen Stoff haben. Und jetzt haben wir nicht mehr genug Stoff. So. Damit hat die mehr Wumms. Was hatte der hier? Na gut, Enzyklopädie. Increased Chain Attack Chance. A small amount. So, Skill Power geht nach oben. Aber durch die Chain Attack Chance werde ich das Ganze mal Monika geben. Oh, und wir werden jetzt auch endlich mal bei Horst noch was abgeben. So, erstmal den, haben wir bloß noch 7 Tage übrig. Oh, hier haben wir eine Bombe, die wir abgeben können. So, die einfachen Bomben haben wir nicht und da gab es eben auch noch 3 Gutscheine. So, Geister haben wir auch beide Arten erledigt. Und 2 Gutscheine erhalten. So, ja, das Gerücht ist nicht gut. Was gibt's denn noch über Leons Shop zu sagen? Ja, einen kleinen Moment, ich muss mal die Brille ein bisschen putzen. Damit sehe ich auch gleich wieder ein ganz klein bisschen besser. Ja, Leon ist Schneiderin, das wissen wir. Und dementsprechend hat sie natürlich hauptsächlich kleidungsbezogene Sachen. Und die anderen Sachen waren jetzt nicht großartig von Interesse. Dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwie rechtzeitig zum Bücherladen kommen. Auch wenn ich nicht so ganz drauf hoffe. Ist doch etwas unwahrscheinlich. Was war das eben? Nein, wir wollen nicht in die Fontäne springen. So, hast du irgendwas? Ja, nur Gespräche. Gut, dann geht es zurück ins Atelier. Wobei, wir können ja mal gucken, ob wir noch irgendwas sammeln können. Immerhin Wasser. Wir benötigen für Victors Charm, also Glücksbringer, noch Stoff. Außerdem brauchen wir für eine Sache ein Unibag. Haben wir vielleicht irgendetwas, das... Ja, nehmen wir das, das hat die schlechteste Qualität. これで平気かな? 釜はどれにしよう? よーし、やってみよう!
試しにここ倒し、いい調子、うまくいってるよ。これで平気かな。ではでは仕上げのお時間です。できた。どの特性をつけようか。こんな感じでいい。うん、これでバッチリ。 Okay, damit ist das für den Request hergestellt. Und wir brauchen Stoff. Nach Qualität. Wir wollen mindestens einmal das drin haben. So. Aber vom Rezept her ist es egal. Wollen wir da eh keinen Bonus bekommen? Viel wichtiger ist, dass wir Mutated Material haben. Und ein Level Up. So, und jetzt sollten wir auch Victor's Charm herstellen können. So, bei dem wird es jetzt natürlich schon wieder eher interessant. Okay, der Teil ist zumindest fürs Rezept nicht von Belang. So, du bist grün, also wollen grün horizontal. Nee, sieht schlecht aus fürs Höher bekommen. Aber wir finden immerhin Geld. Was uns auch immer es bringen kann. So, damit haben wir auch. Aha. Sophie, es scheint, dass du einen Gegenstand hergestellt hast, der dir bei der Erkundung helfen kann. Ja, ich dachte mir, wenn wir schon immer nach draußen gehen, könnte ich genauso gut etwas herstellen, was uns immer hilft. Kann ich dir nicht sagen, Leo. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat er so das Minimum an Möglichkeiten zusammengenommen. Und weil ich zweimal dieses 40er Material Papier benutzt habe, war das Ding voll. Ja, das ist eine gute Einstellung. Aber auch wenn ich weiß, dass es offensichtlich ist, aber du musst diese Sachen bei dir tragen, um sie einzusetzen. Sei einfach vorsichtig damit. Ja, ein kurzes Tutorial zur Erkundungsausrüstung. Das ist etwas, was nur Sophie ausrüsten kann.
So viel hat man eventuell schon mitbekommen. Sie haben unterschiedliche Effekte, wie zum Beispiel den LP-Verbrauch senken oder die Anzahl an Gegenständen, die man bekommt, steigern. Ja, im Gegensatz zu anderen Gegenständen kann die Erkundungsausrüstung außerhalb der Stadt nicht gewechselt werden. Und wie ich eben schon sagte, nur Sophie kann das Ganze anlegen. Wenn wir sicherlich im Laufe der Zeit genug herstellen, dass wir uns dann irgendwann aussuchen müssen, was nehmen wir jetzt wirklich mit. Ja. Find Money. Ja, Geld wird halt ein bisschen erhöht in Kämpfen, wo man eh Geld erhält. Seal of Chaos. Aha. Ja, das Level der Monster und auch der gefundenen Sachen, also die Punkte unter der Minimap, steigen schneller. Das ist sehr beruhigend. Nicht. Unmutated Material scheint keinen Effekt zu haben. Zumindest nicht auf die Defense. Haben wir sonst noch was ich ausrüsten kann? Außer den Unibag, den ich abgeben will. Ja, was haben wir da noch an Rezeptideen? Ja, nur die beiden. Wir brauchen Raidenohr. Wir werden dann mal zum Goldgräberstand wohl gehen müssen. Aber vorher werden wir mal noch neue Zettel herstellen müssen. Nee, wir wollen eine rote Bombe herstellen, dann wäre es vielleicht günstiger. Ja. Erst einmal roten Neutralizer herzustellen. Ja, man bekommt bessere Gegenstände, von daher ist es definitiv eine gute Sache zu haben, Leo, das stimmt. Hilft natürlich, wenn man Pech hat, auch überhaupt nicht, sondern bewirkt das Gegenteil, wenn die Monster plötzlich zu stark sind, wenn man gerade zu schwach ist. Und man wieder mal die eine Sache zu viel gesammelt hat. Ja, Equipmentkosten werden damit geringer. Das heißt, wenn wir das Ganze jemand anderen in die Hand geben, außer Sophie, kann er ihm mehrere verschiedene Sachen tragen. Das wäre natürlich eine gute Sache. Size Plus. Ich glaube, bei Attack Items und Recovery Items war die Größe gut. Nehmen wir den mal mit und etwas, was. Na nee, das ist gelb. Dann nehmen wir lieber was Rotes mit hier. Stimmt, er hat da normales Wasser, das macht ja nichts. この素材は、これいい感じ。これいい感じ。これでいいかな。うん。パパッと仕上げちゃおう。できた。どの特性を引き継ごうか。これで大丈夫？よし、完成だね。So, damit ist mich, also ich gesehen, auch gleich die Qualität von dem Ding hochgegangen und oh, Ereignis. Was ist nun los?
誰だろう? Ich habe kein Klopfen gehört. Wer könnte das sein? Ja, es ist offen. お邪魔します。こちらは錬金術師のアトリエで間違いないでしょうか? Entschuldige, ist das das Atelier des Alchemisten? はい、合ってますよ。Ja, das stimmt. あなたはこの間助けてくれた? Ja, das stimmt. Oh, warte, du. Du bist doch der Typ, der mich gerettet hat. Ach, du bist das Mädchen von vorher. Was für ein Zufall. So, ich habe mich noch nicht genannt. Ich bin Julio, Adaletto-Kishi. Ja, da fällt's mir ein. Ich habe dir gar nicht meinen Namen gesagt. Ich bin Julio, ein Ritter von Adalet. Ja, Julio Sebald Leidenschaft. Und dieses Symbol da auf der Brust, bin ich der Meinung, das sieht so nach einer Flamme aus, so eine stilisierte Flamme. Julio-san, ich bin Sophie. Sir Julio? Mein Name ist Sophie. Sophie, ka. Ii namae da ne. Sophie, das ist ein schöner Name. Ach, danke. Demo, Julio-san te Adaletto kara irashitan desu ka? Otonari no kuni kara nante taihen desu ne. Aber du sagst, du kommst von aus Adalet? Das ist doch ein benachbartes Land. Es muss eine beschwerliche Reise gewesen sein. Ja, sonna koto wa nai yo. Ach nein, das war überhaupt keine Anstrengung. 実は錬金術について調べていてね。各地の錬金術師を訪ねているんだ。Ich bin übrigens, ich führe übrigens eine Untersuchung der Alchemie durch. Ich besuche verschiedene Alchemisten in verschiedenen Regionen. この町に5年配の錬金術師の方がいらっしゃると聞いて、話を聞きに来たんだよ。Ich habe gehört, dass eine ältere Alchemistin in dieser Stadt lebt. Und ich bin gekommen, um mit ihr zu sprechen. Ich glaube, du beziehst dich auf meine Großmutter. Ja, ich verstehe. Ist deine Großmutter zu Hause? Ja, es tut mir sehr leid, Sir Julio. Meine Großmutter ist eigentlich bereits... So, das war so. Sophie. Oh, das wusste ich nicht. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich bin mir sicher, dass meine Frage unangenehm war. わざわざ遠くから来ていただいたのにごめんなさい。Nein, das ist in Ordnung. Es tut mir leid, dass du diesen ganzen Weg für nichts gekommen bist. いや、ソフィーが気にすることじゃないよ。でも、困ったな。Nein, das ist kein Grund für dich zu entschuldigen. Aber das ist ein ganz schönes Problem. 君のおばあ様が使う錬金術が僕が必要としているものに一番近いものだったんだよ。Es scheint, die Alchemie, welche deine Großmutter nutzte, war am nächsten dessen, was ich benötige. ある素材をもとに別のものを作り出す錬金術がね。どうしたものか。Alchemie, Alchemie nutzend. Oh Gott, wie übersetze ich das am günstigsten? Alchemie, welche gewisse Materialien benutzt als Basis, um vollkommen neue Dinge herzustellen. Was für eine Schande. Also das Interessante ist, wie er das Ganze formuliert.
Es gibt eindeutig verschiedene Arten der Alchemie, das haben wir ja mit Conny bereits gesehen. Und wenn wir uns die Dusk-Reihe angucken, die könnt ihr, ich glaube, komplett war das doch, oder Leo, bei dir auf dem Kanal angucken. Da ist Logi aus Atelier Escher und Logi ja ein Alchemist, der halt, wie ich schon mehrfach erwähnt hatte, Alchemie mittels Schmieden anwendet. Das wären also zumindest drei Arten der Alchemie, die soweit bekannt wären, wenn es diese dritte Alchemieart auch hier in dieser Trilogie denn gibt. Ja, es klingt, als wenn ein geeigneter Kandidat genau vor dir stehen würde. Ah, Plafta! Hey, Plachta, du erschreckst ihn doch noch. Fang nicht einfach an zu sprechen. Ein sprechendes Buch? Ich habe nicht weniger von dem Atelier eines Alchemisten erwartet. Was? Du bist nicht überrascht? Ich bin überrascht, aber ich habe jede Menge mysteriöse Kräfte der Alchemie bisher gesehen. Aber ein geeigneter Kandidat? Sophie, bist du etwa auch ein Alchemist? Oh ja, aber ich bin immer noch unerfahren. Also weiß ich nicht, ob ich hilfreich sein könnte. Es stimmt, dass Sophies Fähigkeiten sich noch immer entwickeln, aber ich glaube, ihr Potenzial ist groß. Ja, wenn Sophie sich weiterentwickelt, wird sie wesentlich geeigneter sein, als herumzureisen und mit irgendwelchen zufälligen Alchemisten sich zu unterhalten. Ja, vielleicht war es göttliche Fügung, dass wir uns getroffen haben. Das wäre durchaus wert, drauf zu setzen. Sophie, ich würde gern auf dein Potenzial setzen und deine Entwicklung in eine großartige Alchemistin. Dakara, sore made, kimi no tedasuke o sasete hoshii. Ja, bis dahin würde ich dich gerne unterstützen. Alchemisten müssen noch an gefährliche Orte reisen, um Materialien zu sammeln, oder? Kampf ist nahezu die einzige Sache, zu der ich fähig bin, aber ich würde dich gerne beschützen. Hi! Ja, natürlich, das würde mir so viel helfen. Ja, in dem Fall, also, ja, das ist gut. In diesem Fall werde ich noch eine Weile in der Stadt bleiben. Ruf nach mir, wenn du mich brauchst. Eine große Alchemistin, hm? Ich frage mich, ob ich ein Alchemist werden kann, welcher in der Lage ist, ihm zu helfen. Ja, ich habe dir doch gesagt, du hast das Potenzial, Sophie. Es kommt einfach nur auf deine Initiative an.
Jo, Julio san no tame ni mo ganbaranai to. Okay, jetzt muss ich auch für Julio hart arbeiten. Ja, hart arbeiten ist gut. Ja. Denn wenn wir mal nachgucken, Equipment. Wir haben zwar jedem schon jetzt eine Waffe gegeben, bis auf Julio, der ist ja neu dazugekommen. Wir haben im Endeffekt eine neue Rüstung hergestellt. Und ein, ja, Accessoire. Das heißt, wir brauchen noch 7 Accessoires, 3 weitere Rüstungen, sind wir schon bei 10 Gegenständen und noch mindestens eine neue Waffe, die halt zumindest etwas besser ist als das, was er momentan hat. Das heißt, wir müssen noch sehr viel Material sammeln. Es wird nicht einfacher. Ja, und hier haben wir auch noch nicht wirklich was gefunden. Ja, Monster von Memory sagt mir immer noch nichts. Aber wir können am Goldgräberstrand immer irgendetwas finden. Und der Rest sagt uns noch gar nichts. Ich werde jetzt mal so zwischenspeichern, so nach 2 Stunden. Da wird kurz der Stream, also das Bild vom Spiel zumindest weg sein. Und da sind wir wieder. Dann gehen wir noch einmal durch die Stadt und brechen danach zum Goldgeberstand auf. Siehst du, ich habe ja... Hatte ich nicht die eine Bombe fertig gemacht? Nee, doch bloß die Uni. Ich wollte die Bombe ja noch fertig machen, als mir der Gute dazwischen kam. Ich bräuchte dafür erst Papier und ich wollte aus irgendeinem Grund, den ich gar nicht gebraucht hätte, den entsprechenden Neutralisator verwenden. Aber das ja auch bloß ein Zwischenmaterial ist. Wobei ich mir denken könnte, dass man später noch irgendwie auch darauf achten sollte. Wir können bloß eins mit übernehmen. Ja, Leo, falls du noch da bist, guck dir mal meine Papiere an. Und wie das jetzt bereits ausgefüllt ist. Wenn ich jetzt hin und her schalte. Sobald ich die Papiere auswähle, habe ich ja mindestens einen Punktwert von 44 erfüllt. Und bei dem anderen Rezept hatte ich ja 2 Papiere, die glaube ich auch mindestens 40 hatten. Und 2x 40 macht dann halt 80. So, wollen wir mal rangehen. So, das sieht schon mal gut aus. Yoshi,
よし、いい流れだよ。よし、いい流れだよ。こんな感じで大丈夫？ Hier sieht nicht ganz so gut aus, wie ich gerne hätte.どの釜がいいかな？それじゃあ始めよう。何かいいこと起こりそう。Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Müsste man dann im Video nochmal nachgucken. Ich kann ja für dich drauf achten, wenn die Folge online geht, Leo. Nee, ist nicht wirklich besser.Wenn ich den Zettel später reinpacke. Ist aber die Frage, wohin mit dem Zettel später? Bringt auch nichts. Ein ganz klein bisschen würde noch fehlen. Dono Toxe o Hikitsugo. Kore de ii kana? Kore de ii kana? Yosh, Dekki Akari!Ich hoffe, dass das Ganze im Endeffekt auch einen bombigeren Effekt hat. So, von wegen. Ah, okay. Können wir kurz so hoch? Dann bekommt Monika die. Ach so, Die Bombe darf sie nicht ausrüsten, aber sie darf das Bagel-Sandwich mitnehmen. Jetzt zur Straße ins Café. Oh, da kommt jetzt nehmen wir mal als Auftrag mit.Hier fehlt uns noch Kobaltgras, da weiß ich aber, wo man die kriegt. Die Bombe kann weg, die Bombe ist dafür hergestellt. Araune wissen wir noch nicht, wo die ist und allein schon der die Mindestbelohnung gefällt mir nicht. Ja, Puni-Fluids brauchen wir noch mehr. Tut mir leid, habt ihr lange gewartet? Nein, ich bin gerade hergekommen. Ich habe eine Weile gewartet. Ja, tut mir leid, es hat eine Weile gedauert, um fertig zu werden. さ、じゃあ行きましょう。Und das ist in Ordnung. Sollen wir losgehen? あ、ちょっと待って。今日からもう一人。Warte noch einen Moment. Jemand anderes wird uns ab sofort begleiten. Ja, Sophie. 待たせてしまったかな。Hallo Sophie, es tut mir leid, euch warten zu lassen. あ、ジュリオさん。
Sir Julio, hallo. Anata wa kono aida no. Ja, du bist der Mann von letztens. Futari ni wa mada nanotte inakatta ne. Hajimemashite. Boku wa Julio. Ach ja, ich habe mich ja gar nicht euch noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Julio, ein Ritter von Adelit. Kyou kara boku mo issho ni Sophie no saishu o tetsudau koto ni shitan da. Yoroshiku tanomu yo. Ich werde ab heute Sophie helfen, wenn sie Materialien sammeln geht. Es freut mich, euch zu kennenzulernen. Julio-san desu ka? Watashi wa Monika to moushimasu. Julio, mein Name ist Monika. De, kochi wa Oscar. Yoroshiku onegaishimasu ne, Julio-san. Das ist Oscar. Es freut mich, euch zu treffen. Nan de Monika ga Oira no bun made nanoru nda yo? Na iya. Yoroshiku tanomu yo, Julio-san. Warum musstest du mich vorstellen, Monika? Ach egal. Es freut mich, euch kennenzulernen. Ah. Kore kara yoroshiku tanomu yo, Monika. Oscar. Ja, es freut mich jetzt bereits, mit euch zusammenzuarbeiten, Monika und Oscar. Yoshi! Sore ja, kyou mo saishu ganbaru! Okay, das geklärt ist. Auf zum Sammeln. Sate, doko ni iko? So, war das die Stelle hier? Die Pilgrim Road? Ja, da gibt's die. Ich vermute mal, woanders haben wir die nicht. Kobaltgras. Ja, bloß an der Pilgrim Road haben wir die bisher gefunden. Und bloß dort gibt es sie. Dann suchen wir mal. Ja, das ist mir jetzt egal. Ja, nicht mehr geschafft. So, das sollte doch ohne Probleme reichen. Oh, hier ist was Neues aufgetaucht. Das Spiel will mich doch trollen. Ja, der Puni ist stärker geworden. Wir sind jetzt, glaube ich, bei. Bei drei Stufen. Das ist sogar vier Stufen. Und die Punis sind von Level 1 auf Level 2, also zumindest die blauen Puni. Ach, da haben wir es doch. Oh. Das sind aber auch recht große Mengen, also. Das ist nicht schlecht. So, was haben wir denn im Korb? Oh, da sind glaube ich auch dementsprechend jetzt so ein paar bessere mit bei. Wir gehen mal zur Farm. Eigentlich wollte ich zum Goldgräberstrand nach oben. Aber wir wollen mal versuchen. Wir haben jetzt mitten am Tag, Leo. Ich weiche hier mal den Gegnern aus und sammle mal nichts ein. So, okay, es ist kein Geist, aber dafür irgendwas. Keine Ahnung, was das ist. Sie sind zumindest etwas niedriger am Level. Ah.
Minna Bujidane. Boktachi no Kachida. Sehr interessant. Und der hat Eisenohr dabei. Okay, das war jetzt auch nicht das, was wir bräuchten. Hey! Okay, auch die grünen Pumps haben nur ein Level dazu bekommen, das ist noch halb so schlimm. Oh, was ist das für eine Ohr-Variante? Kenne ich ja noch gar nicht. Verloren. Das wäre interessant, ob das Accessoire nicht eventuell doch gilt. Es gilt! Sie hat 7 geheilt. Also ich brauche definitiv mehr Gegenstände mit diesem Effekt drauf. Es wird dunkel, die Geister kommen raus. Wenn ich rausgehe, steht das andere Monster davor. Hui, gerade so noch mal kommen. Noch passt was in den Korb und wir gehen jetzt mal. Das gefällt mir nicht. Ach Mensch, die sind doch eventuell etwas stärker. Aber irgendwas müssen wir hinten besiegen, damit wir auch mal in der Story weiterkommen. Hier unten kann man auch irgendwo hingehen. Okay, da haben wir's. Ja, die brauchen wir eigentlich nicht so dringend. Testen wir mit dem Pony, wie stark die Gegner hier sind. Na gut, die sind jetzt noch nicht so atemberaubend. Aua. Also Junge, wenn du so wenig Schaden machst, dann bekommst du eins auf den Wackelpudding. Minna buji da ne. Boktachi no kachi da. Wieso hat die verschiedene Farbe? Ah! Da kann man die Qualität erkennen. Schon wenn man sie einsammelt. Gehen wir weiter rein.
Wir sollen irgendein bestimmtes Monster erschlagen. Aber die Punis sind's nicht. Versuchen wir es mal mit dem hier, der hofft, dass er nicht allzu stark ist. Dass die nicht allzu stark sind. Level 13. Was Turn End. Oira no make da. Gomenasai. Ya Sophie. Ojama suru yo. Hallo Sophie, entschuldige mich bitte. Julio-san, was ist denn? Sir Julio, benötigst du irgendetwas? Ich möchte Sophie's Atelier besuchen. Ja, mir kam gerade die Idee, ich würde mir gerne dein Atelier ansehen. Atelier hat Ateliers drücken die Persönlichkeit des Alchemisten aus. Sie sind ziemlich interessant. Macht das hier was aus? Ja, kein bisschen. Sieh dich einfach um, auch wenn es etwas unaufgeräumt ist. Vielen Dank, ich sehe mich ein wenig um. Nicht, dass es allzu groß wäre. Ja, Atelier. Ja, ich bin ziemlich zufrieden. Vielen Dank nochmal. Dein Atelier scheint voller Träume zu sein. Sehr interessant. Ah, so ist das? Ist das so? Ah, tokuni, kono Atelier de ichiban kyoumi o sosorareta no wa. Ja, und das Interessanteste in diesem Atelier ist möglicherweise. Plafta, kimi kana? Plachter, ich glaube, du bist das. Ich? Ja, um ehrlich zu sein, hatte ich Fragen seit dem ersten Moment, wo ich dich gesehen habe. Was genau bist du? Ja, sie war ein Referenzbuch, das wir hatten. Aber sie hat angefangen zu sprechen, nachdem ich ein Rezept in sie geschrieben habe. Heißt das, dass sie eine Art alchemistisches Instrument ist? Ja, du bist ziemlich einsichtig. Du scheinst jede Menge über Alchemie zu wissen, Julio. Ich habe lediglich jede Menge Geschichten über Alchemie gehört. Aber ich habe nie über ein sprechendes Buch wie dich gehört. Ja, ein besonders großartiger Alchemist muss ja für dich verantwortlich sein. Würdest du etwas ausmachen, mit mir darüber zu sprechen? Es tut mir leid. Ich erinnere mich an gar nichts darüber. Ah, Julio-san, Plafta hat tatsächlich die Erinnerung verloren. Ach stimmt, Sir Julio. Plachter hat einen Großteil ihrer Erinnerungen nicht. Ja, ich verstehe. Es tut mir leid, dass ich gefragt habe. Nein, das ist schon okay. Übrigens, Sophie arbeitet sehr hart daran, meine
meinen Erinnerungen zurückzubringen. Yoshi, wakatta. Sophie, Prafta. Interessant, ich verstehe. Sophie, Plachter, wenn es da irgendetwas gibt, das ich machen kann, um euch zu unterstützen, bitte lasst es mich wissen. Sobald Plachter ihre Erinnerung zurück hat, würde ich gerne mit ihr darüber sprechen. Okay, ich versuche mich daran zu erinnern. Vielen Dank, ich gehe dann jetzt mal. Julie scheint ein netter Typ zu sein. Oder, Plachter? So, das ist es. Ja, das tut er. Aber ich mache mir etwas Sorgen wegen der Gründe für sein extremes Interesse in der Alchemie. Ja, ich weiß, einige der Gegenstände, die wir gesammelt haben, sind weg. Was sehr schade ist. Ja gut, 2,5 Stunden bin ich jetzt schon am Streamen und ich brauche definitiv eine Pause. Und dementsprechend mache ich für heute Schluss. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, dass ich die Leute, die da waren und vielleicht sogar noch ein paar mehr, nächstes Mal auch wieder begrüßen kann. Wird vermutlich, wenn ich zu komme, in der zweiten Wochenhälfte der Fall sein. Also, bis dann, euer Shina Tiger.